vom letzten Abendmahl zum Herrenmahl der Urkirche. Die heilige Messe entdecken mit Pfarrer Johannes Leichner. Ein Podcast von Missio Österreich. Im Bericht vom letzten Abendmahl heißt es im Lukasevangelium: Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Weitere Bibelstellen mit dem Bericht vom letzten Abendmahl findet man im Markus-Evangelium, im Matthäus-Evangelium und im ersten Korintherbrief des heiligen Paulus. Die Einsetzungsworte Jesu sind das Herzstück jeder Messfeier. Jesus sprach sie im Rahmen des jüdischen Pascha-Mahls, das alljährlich an den Auszug aus Ägypten und die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei erinnert. Die frühe Kirche übernahm nun diesen Einsetzungsbericht als zentrale Mitte der liturgischen Feier und fügte weitere Elemente hinzu. Dazu zählen neben Gebetsteilen auch mehrere Lesungen aus der Heiligen Schrift, die später durch neutestamentliche Briefe und Schriften der Apostel ergänzt wurden. Dieses Element gewann mit Sicherheit nach dem Jahr 44 nach Christus an Bedeutung, da die Christen fortan aus der jüdischen Synagoge ausgeschlossen waren. Sie trafen sich nun selbst in kleinen Hausgemeinschaften zum Gottesdienst, um sich durch das Vortragen dieser neutestamentlichen Gemeindebriefe zu ermutigen und sich vorzubereiten auf das Mahl des Herrn, das Herrenmahl, wie man auch die Eucharistiefeier in der Urkirche nannte. Nicht die Menschen machen den Gottesdienst, der Herr selbst. Davon waren die Christen der Urkirche überzeugt. Der Herr Christus, er ist es, der zum Gottesdienst ruft und in ihm geheimnisvoll für uns gegenwärtig ist.